Heute Tag der Landesliga und dann schauen wir mal hier in Düren zum Oststadion bei die Sportfreunde Düren und begrüßen dort den sportlichen Leiter Matthias Erdorf. Einen wunderschönen guten Abend. Schönen guten Abend, Herr Joghurt. Herr Erdorf, die Saison 21-22 steht vor der Tür. Am 29. August 2021 soll es losgehen. Wir blicken aber mal zurück. Die Pandemie läuft auf Hochtouren. Der Fußball in der letzten Saison wurde nach dem 6. bzw. 7. Spieltag abgebrochen, unterbrochen, beendet. Wie haben Sie als sportlicher Leiter die fußballlose Zeit von einigen Monaten überstanden mit Ihren Spielern, mit Ihrem Trainergespann? Also, wir haben immer regen Kontakt gehabt. Die Spieler sind auch eigentlich bis zum Spielabbruch noch fleißig im Training gewesen, weil es wusste ja keiner, was kommt. Der Pokal war noch nicht geklärt und dann musste man ja eine gewisse Form halten. Und Hut ab vor den Spielern, haben alle mitgezogen und Kontakt über Videokonferenzen, Teams oder anderes Medium. Kontakt war eigentlich immer da. Ja, Sie haben es angesprochen, Pokal. Wie sah es denn im Pokal bei Ihrer Mannschaft aus? Hatten man da noch, sag ich mal, Chancen ins Finale zu kommen? Ja, die Runde muss ja noch gespielt werden, ne? Und aufgrund der Pandemie oder dadurch, dass sie für Amateure der Spielbetrieb untersagt war, hätten wir ja nicht spielen können. Man hat sich dann mit dem Verein und den 6 Profiklubs geeinigt, dass alle anderen verzichten, auf die Runde zu spielen, dafür aber für dieses Jahr, für den Pokal oder für den nächsten Pokal eine Wildcard kriegen, dass sie automatisch die Vorrunde schon überstanden haben. Ja, wir bleiben bei der alten Saison 2021 und da gab es 6 Spiele, 11 Punkte. Man war ganz gut gestartet. Wie sieht es da aus in die Zukunft? Mehrere Monate kein Betrieb, kein Training, keine großen Kontakte, nur ein bisschen über soziale Kanäle. Wie sieht denn Ihre Planung aus für die kommende Saison, die ja, wie gesagt, am 29. August anfangen sollte oder anfangen wird? Wie sieht denn Ihre Planung aus? Man hört, das Trainergespann bleibt, aber der Kader hat sich doch ein bisschen, glaube ich, in der Struktur. Jetzt wird er sich verändern. Ja, wir haben insgesamt 4 Abgänge. Manuel Spieß hat im Winter schon verletzungsbedingt und beruflich mehr oder weniger die Reißleine gezogen, hat gesagt, ich kriege das alles nicht mehr unter einen Hut. Ich will mich dann verändern und ist dann gewechselt zu Hambach. Der Koreaner, den Ligeon, den wir hatten, der strebt jetzt ein Traineramt mit seinem ja, Betreuer an in der Kreisliga A irgendwo. Der macht jetzt erst seinen Trainerschein, der ist auch schon im Winter gegangen. Dann haben wir einen Abgang, Julian Wiersberg, der wechselt zu Arnoldsweiler. Und unser etatmäßiger Ersatztorwart, der Dennis Rolski, verlässt uns leider in Richtung Märzenich. Wie sieht es denn im Offensivbedrang aus? Da hatten sie ja so ein paar Kanonen, sag ich mal, die ja wirklich, sag ich mal, Gewalt mit Gewalt ins Netz kamen, die Bälle und bleiben die? Sonst bleiben alle. Also wir haben nur diese 4 Abgänge und ansonsten haben wir 5 Neuverpflichtungen im defensiven Bereich, im Mittelfeld und im Sturm. Wir sehen uns eigentlich gut aufgestellt für die neue Saison, freuen uns auch, wenn es endlich wieder losgeht. Und ja, die Zeit war schon bitter während der Pandemie. Ja, gut aufgestellt, neue Gesichter. Welche Gesichter kommen denn zum Oststadion? Man hat ja auch mal geplant, vor Monaten, hörte man in den Medien, konnte man auch nachlesen in der Politik, das Sportlerheim sollte, sag ich mal, erneuert bzw. vergrößert werden, aber man sieht da keine Aktivitäten im Oststadion. Ja, das ist auch alles ein bisschen der Pandemie geschuldet. Die Gelder sind ja im Haushalt zurückgestellt. Man hat leider noch nicht mit dem Bau angefangen. Das ist jetzt verschoben auf 22. Ja, gehen wir nochmal wieder zurück vom Bau zum grünen Rasen. Welche Gesichter kommen denn neu hinzu im Oststadion? Kann man da heute schon, sag ich mal, drüber sprechen? Nee, möchte ich eigentlich noch nicht, weil die Spieler
bei ihren Vereinen noch nicht abgemeldet sind und das führt irgendwo nur zu Unmut. Die werden wir dann frühzeitig bekannt geben. Sie spielen ja in der Landesliga und haben ja natürlich auch gewisse Ziele mit Ihrem Trainergespann. Und aus welchem Bereich kommen die neuen Gesichter denn? Hochkarätige aus höher liegenden Klassen oder tun Sie mehr für die Jugend, dass Sie aus der Jugend heraus, sag ich mal, den Kader auffrischen wollen? Also für das abzukürzen, wir haben zwei junge dynamische Spieler geholt, kommen vom 1. FC Düren. Das sind Spieler, wo wir dann auch mit in der Zukunft mit planen. Wir haben ja im Kader auch einige Ältere, die jetzt, denke ich mal, in 1 oder 2 Jahren aufhören werden. Und da sind wir jetzt schon bestrebt, daran zu arbeiten, dass wir den Kader so aufstellen, dass die jungen Wilden dann ans Brett kommen, ihre Erfahrungen jetzt schon sammeln können. Und da sind wir guter Dinge. Wie ist denn die Verständigung zurzeit in dem kontaktlosen Fußballgeschäft mit Ihrem Trainergespann, mit dem Dominik und mit dem Marcel? Sind Sie da ständig, sag ich mal, auf einer Leitung oder ist momentan Ruhe vor dem großen Sturm? Nee, wir sind eigentlich ständig im Kontakt. Das geht mal, dass es mal 2 Tage nur WhatsApp ist, aber dann gibt es wieder ein Telefonat oder Videokonferenz. Also wir sind da schon im regen Austausch. Hat man denn schon Pläne für die Vorbereitung und vor allen Dingen durch die fußballlose Zeit keine Einnahmen? Wie sieht es in Ihrem Verein aus? Die Spielergehälter dementsprechend und vom Trainergespann sind da Verzichtserklärungen vorgekommen? Ja, da muss ich sagen, Hut ab. Ich habe ja immer gesagt, Fußballer sind alles Legionäre und wechseln für 5 € einen Verein. Aber da muss ich sagen, breche ich eine Lanze für unsere Spieler. Alle sehr kompromissbereit, alle auf viel verzichtet, ob Trainer, ob egal wer, haben die Situation alle gut verstanden, fühlen sich im Verein wohl, sind auch mit dem Verein verbunden. Sonst hätten wir das vielleicht nicht gehabt. Ja, Sie als sportlicher Leiter, Sie haben ja mit dem Trainergespann ständig Kontakt, haben Sie eben dementsprechend auch angesprochen. Welche Ziele Richtig. setzen Sie sich denn jetzt für die Saison 21, 22, die ja Ende August wahrscheinlich starten soll? Also unser Ziel ist ganz klar, wir wollen im oberen Drittel in der Landesliga guten Fußball spielen. Und dann muss man erwarten, wie sich die Saison entwickelt, wie haben sich die anderen Vereine verstärkt. Da ist ja auch noch nicht so alles mal richtig raus. Und dann kann man das Ziel mal festzurren. Noch ein Wunsch für die nächsten Wochen an der Politik oder an Ihren Sportlern? Ja, ich hätte Wünsche hätte ich viele, aber ich bin so im Moment ein bisschen im Clinch, was unseren Westdeutschen Fußball- und Landesverband angeht, mit den Sperrfristen und Ausbildungsentschädigungen. Ich sag mal einfach, die Vereine sind alle irgendwo ein bisschen gebeutelt und sind nicht so gut aufgestellt finanziell, dass sie jetzt horrende Ablösen zahlen können jetzt in der Wechselperiode. Und selbst mit unseren Abgängen, die wir jetzt haben, das ist letztlich alles jetzt ein Geldwechseln. Und ich hätte es für gut gefunden, wenn der Verband da gesagt hätte, wir setzen die dieses Jahr mal aus. Das wäre bestimmt vielen Vereinen mal ein bisschen entgegengekommen, kleineren Vereinen vor allen Dingen, wo man in die unteren Klassen blickt, wo jetzt, ich sag mal, Dennis Rolski wechselt nach Märzenich. Denen würde das bestimmt gut tun, wenn vielleicht die Ablöse nicht gezahlt werden müsste. Wir haben 4 Abgänge, 5 Neuzugänge. Ich sage mal einfach, das ist für uns ist es Geld wechseln. Wir müssen erst was bezahlen und kriegen dann was zurück. Aber für die kleinen Vereine ist es doch schon bitter. Und ich weiß nicht, ob der Verband da klug gehandelt hat. Es werden der ein oder andere kleine Verein wird aufgrund dessen sich nicht mehr verstärken können und wird dann vielleicht deshalb auch vor die Hunde gehen. Weil man muss ja erst mal gucken, dass man auch die Spieler überhaupt wieder dazu bewegt, wieder Fußball zu spielen. Die haben jetzt mittlerweile viele, viele andere Interessen. Der eine geht joggen, dann hat er sonntags mit der Freundin keinen Tag, weil dann kann er mit der in die Eifel fahren oder so. Er hat terminlich nichts mehr im Nacken. Das ist natürlich jetzt für die auch so ein bisschen Relaxphase gewesen. Oder eine Findungsphase. Der Nächste sitzt nur noch vor der PlayStation und fühlt sich da erfüllt. Die müssen einfach mal drüber nachdenken. Wir müssen die Leute wieder dazu kriegen, wieder
Spaß am Fußball zu haben. Wir haben uns jetzt, bis dass die Saison losgeht, 10 Monate eingesperrt und alles verboten. Da merken sie schon, dass das auch Abmeldungen im Jugendbereich eintrudeln, wo ich sage, das ist nur dem geschuldet, dass wir nichts tun durften. Weil von der Politik her fand ich erste Lockdown in Ordnung, zweite Lockdown absolutes Chaos. Und das Chaos zieht sich wie ein roter Faden da durch. Es geht zwar im Moment besser, aber warum es wirklich besser geht, weiß so richtig keiner, kann Ihnen keiner erklären. Matthias Erdorf, sportlicher Leiter von Sportfreunde Düren, zur Situation im Oststadion, um das Oststadion mit den neuen Gesichtern. Wir sind natürlich gespannt, wer da noch aufläuft und die Ziele sind klar. Spitzenplätze in der Landesliga und viel Spaß weiterhin beim Fußball und die klaren Worte ihrerseits über die Pandemie bzw. Auswirkungen kann man nur von unserer Seite teilen und das wird auch in Zukunft noch einiges an Problemen aufwerfen und wir bleiben gemeinsam am Ball. Vielen Dank für das heutige Gespräch. Gerne, Herr Jochums.